Hallo liebe Pokémon-Freunde, ein findiger Hacker hat mal ein bisschen, ja, das System ausgetrickst und in Pokémon Go ausgetestet, wo die Levelgrenzen sind. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Los geht's! Ja, vor kurzem hat ein findiger Hacker einen Bot geschrieben, der ihm geholfen hat, in Pokémon Go zu leveln. Und zwar hat er jede Menge Pokestops abgefarmt und hat immer die ganzen Pokémon gefangen, die in der Nähe waren. Also beziehungsweise nicht er, sondern ja, sein Programm eigentlich. Und dadurch konnte er in kurzer Zeit das Maximallevel erreichen. Und zwar liegt das Maximallevel momentan bei Level 40. Das haben auch einige bestätigt, die sich mal den Source Code von der App angeschaut haben. Dort gibt es natürlich bestimmte Werte, die auch sagen, wie viel XP brauche ich, um ein Level aufzusteigen. Und da gibt es insgesamt 40 Werte, das heißt, momentan liegt das Level Cap bei 40. Jetzt denkt ihr vielleicht, was, nur Level 40? Ich bin schon Level 30 oder so, dann ist das Spiel ja bald zu Ende. Das würde ich nicht sagen, denn ihr braucht eine Menge XP, um Level 40 zu erreichen. Allein von Level 39 auf 40 braucht ihr 5 Millionen XP. Und das ist eine ziemliche Menge. Normalerweise ist es wohl so, dass um diese ganzen XP anzusammeln, braucht man ungefähr ein Jahr. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, oh, dann bastel ich mir auch einen Bot und level mich hoch. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und man muss auch sagen, dass der Hacker eigentlich relativ löblich war. Er meinte, er wollte eigentlich nur mal die Grenzen austesten und seinen Bot testen und so, und hat dann auch die Entwickler gebeten, seinen Account zu löschen. Außerdem hat er aus Fairnessgründen zum Beispiel nicht in Arenen gekämpft, indem er zum Beispiel seinen Levelvorsprung ausnutzt oder sowas, sondern hat wirklich nur versucht, seinen Charakter zu leveln, und der ist jetzt auch mittlerweile gelöscht worden. Was auch ganz interessant ist, ist nämlich, dass die Pokémon aus den Eiern ab Level 20 nicht mehr mitskalieren. Das heißt, normalerweise, wenn ihr unter Level 20 seid, bekommt ihr, je höher ihr im Level seid, auch bessere Pokémon aus den Eiern. Doch sobald ihr Level 20 erreicht, bleiben die Pokémon von der Qualität her aus den Eiern immer gleich. Deswegen ist mein Tipp, wenn ihr zum Beispiel 10 Kilometer Eier habt, wartet, spart sie euch auf, bis ihr Level 20 seid, und brütet sie dann erst aus, denn dann bringen sie euch viel mehr, als wenn ihr zum Beispiel auf Level 12 oder 15 diese Eier ausbrütet. Außerdem hat man herausgefunden, dass ab Level 30 die wilden Pokémon auch nicht mehr mitskalieren. Da ist es ja ähnlich wie bei den Eiern, das heißt, je besser der Trainer ist, desto besser sind oder stärker sind auch die Pokémon aus der Wildnis. Doch ab Level 30 bleiben sie gleich. Das heißt, wenn ihr Level 30 erreicht habt, könnt ihr anfangen, richtig eure Pokémon aufzupushen. Und denn dann findet ihr keine noch besseren sozusagen. Also wenn ihr schon ein sehr gutes dann gefangen habt, ist es unwahrscheinlich, dass ihr dann noch ein besseres fangt. Also behaltet dann ab diesem Zeitpunkt, wenn ihr Level 30 seid, was ja auch ein bisschen dauert, würde ich mal behaupten, eure Pokémon. Natürlich ist es jetzt allerdings so, dass diese ganzen Werte sich noch ändern können. Das heißt, die Entwickler können natürlich das Level Cap noch höher setzen oder die benötigten XP verändern. Moment, das ist halt einfach der Stand, den ich momentan habe, den auch dieser Hacker rausgefunden hat und den man momentan aus den Quelldaten der App lesen kann. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Level ihr seid. Würde mich mal interessieren. Ich bin momentan noch nicht so weit. Ich bin jetzt Level 14, ein paar Mal draußen gewesen, auch mal längere Touren gemacht. Macht super viel Spaß und ich will aber noch viel entdecken. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr es mit euren Freunden teilt, damit die auch Bescheid wissen. Und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet. Ich mache nämlich nicht nur Pokémon Go Videos, sondern auch noch allerlei andere coole Videos mit Experimenten und. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Schlaumacher.